Moin Moin und herzlich willkommen hier zu diesem kleinen Video. Danke an Phoenix Morningstar für das hammergeile Intro. Erster Link in der Videobeschreibung, lasst ein bisschen Liebe da. Und heute habe ich mal kein Skript für euch, sondern ein MLU. Wir befinden uns ja jetzt hier in der Nähe des Würfelparks, des standardmäßigen Meeting Points. Und ja, werfen wir nochmal einen letzten Blick drauf, denn ich habe ein neues für euch. Ja, ich hoffe, euch hat die kleine Vorstellung gefallen und beginne auch mal direkt mit der Installation. Dafür benötigen wir zwei Sachen. Einmal das MLO an sich. Dazu klicken wir einmal hier links auf Download und nochmal auf Download und dann lädt er das Ganze herunter. Und Nummer zwei, wir brauchen einmal Server-Szenarios. Der Link ist auch unten in der Videobeschreibung. Dafür gehen wir hier oben auf den grünen Button und machen Download Zip. Haben wir das Ganze runtergeladen, sehen wir uns jetzt gleich auf dem Desktop wieder. Bis gleich. Ja, und auf dem Desktop angekommen, sollte unser erster Schritt sein, Server-Szenarios zu installieren. Dazu habe ich das Ganze hier einmal gepackt. Und wir benötigen auch nur diesen Ordner hier. Den ziehe ich mir einmal auf den Desktop. Jetzt begebe ich mich zum Serverpfad unter Resources und ziehe den Ordner einfach rein. Jetzt müssen wir das Ganze noch in der server.cfg starten. Und vor allem müssen wir noch einen bestimmten Game-Build aktivieren. Das machen wir folgendermaßen. Ich packe euch einmal einen Link und den dazugehörigen Command in die Videobeschreibung. Und zwar aktivieren wir damit das neueste DLC für 5M. Das machen wir wie folgt. Wir begeben uns in die server.cfg und geben diesen Command hier ein. sv-enforce-game-build-2944. Jetzt können wir das Ganze schon speichern rein theoretisch, aber wir müssen natürlich auch noch die Ressource starten. Um das Ganze zu vereinfachen, kopiere ich mir einmal den Namen des Ordners und füge ihn einmal hier drunter ein. Jetzt können wir das Ganze speichern und schon mal restarten. Haben wir Server-Szenarios erfolgreich installiert, beginnen wir auch direkt mit der Installation von Strawberry Gardens. Dazu öffne ich das Ganze einmal mit WinRAR und gehe hier in den Ordner 5M und ziehe mir einmal diesen Ordner raus und unter Pets diese Datei raus. Das sind die beiden, die wir benötigen. Jetzt gehe ich einmal in unseren Serverpfad unter Server-Szenarios bei den Resources, unter Stream und ziehe die downtown.ymt einfach rein, Datei im Ziel ersetzen und fertig. Jetzt gehe ich hier einmal raus, wieder in die Resources, dort erstelle ich einen neuen Ordner, den benenne ich einmal in den eckigen Klammern in groß MLO und da ziehe ich mir einfach Strawberry Gardens rein. Und starte das Ganze natürlich noch in der server.cfg. Dazu das Ganze mache ich hier unten, Ensure, in den eckigen Klammern ganz groß MLO abspeichern. Und jetzt können wir den Server ganz normal restarten und wir sehen uns gleich in-game wieder. Ja, in-game angekommen, sehen wir auch direkt, dass es bei mir funktioniert hat. Über die F8-Konsole gibt es auch keinen einzigen Fehler. Und ja, so sieht das Ganze aus. Ich finde es sehr schön. Zumindest besser als der Standard Meeting Point, gerade weil es hier auch noch eine Tanke gibt, plus einen Laden und sogar noch einen kleinen Park da drüben, wo ich schon gesehen habe, dass da Leute pumpen gehen, Musik machen, da ist auch ein Lagerfeuer, hatte ich auch schon gerade gesehen. Und ja, dann bedanke ich mich, dass ihr so lange da wart. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder reinschaut. Bis dahin, ciao, ciao.